FPÖ-Spitzenkandidat in der Steiermark ist Hannes Amelsbauer. Er mischt sich bereits unter die Steirer und ist fleißig im Wahlkampf. Lieber Hannes, was tut sich? Wie ist die Stimmung hier in der Steiermark? Ja, die Stimmung in der Steiermark ist super. Wir haben ja heute in Leoben unseren Wahlkampfauftakt mit HC Strache, ein voller Hauptplatz mit dem Wetter Glück gehabt. Und wir beginnen heute unsere Reise durch die Steiermark und ich bin hochmotiviert und sehr zuversichtlich. Wovon sind denn die Steirer enttäuscht? Ja, die Steirer sind genauso wie alle anderen Österreicher in den anderen Bundesländern enttäuscht vom Versagen dieser rot-schwarzen Bundesregierung in vielen Bereichen. Und wir sind jetzt bereit und aufgerufen, einen Richtungswechsel herbeizuführen in Österreich. Das geht nur mit der FPÖ, das geht nur mit HC Strache, sonst wird sich nie was ändern. FPÖ-Spitzenkandidat in der Steiermark ist Hannes Amelsbauer. Warum gerade er? Weil der Hannes Amelsbauer der beste Kandidat ist, den wir in der Steiermark finden können, weil der Hannes Amelsbauer ein Mann der klaren Worte ist und weil der Hannes Amelsbauer das Gegenstück ist zu Jörg Leichtfried, einem gescheiterten Minister, einem gescheiterten EU-Parlamentarier, und dafür steht, endlich auch dieses System aufzubrechen. Wir haben gestern in Wien den Wiener Landeswahlauftakt gehabt, heute in Leoben in der Steiermark, und ja, eine tolle Stimmung, und das zeigt einfach, welche Aufbruchstimmung da ist. Die Menschen wollen endlich rot-schwarz, schwarz-rot überwinden, und die wollen, dass diese negative Entwicklung, wo wir heute eine Fairness-Krise haben, endlich auch mit den Freiheitlichen in einer zukünftigen Regierungsverantwortung abgewendet werden kann und den Menschen einfach wieder auf eine gute Entwicklung möglich gemacht werden kann, und das spürt man. Ja.